So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir machen weiter oder beginnen jetzt eigentlich sogar mit der Spielrunde von Kanban EV Vita Lacerda Kickstarter aus 2020, der Anfang des Jahres bei mir eingetrudelt ist. Wir haben im letzten Video, das verlinke ich euch oben rechts, das Setup durchgeführt und jetzt wollen wir das Spiel auch beginnen. Für diejenigen, die das Setup-Video nicht geschaut haben, gehe ich es noch mal ganz kurz im Schnellablauf durch. Nicht erschlagen lassen von der Fülle des Materials. Wenn ihr die genaueren Erklärungen dazu haben wollt, schaut euch das Setup-Video an oder bleibt beim Spiel dabei, da geht das nach und nach hier. Also sowieso alles noch mal in meine Hände und dann erkläre ich euch das. Also, es geht darum, Punkte zu sammeln. Es ist ein Eurogame. Wir spielen als lila Spieler mit unserem Playerboard gegen drei Automa-Spieler. Letztlich ist es eigentlich immer die Verwalterin, die Chefin, die Sandra. Die kommt auch in einer Mehrspielerpartie zum Tragen. Und dann zwei Spieler, gegen die man Solo spielt. Der Weiße symbolisiert David Turci, den Erfinder oder den Designer des Solo-Modus. Und der Schwarze wird symbolisiert Vita Lacerda, den Designer des Spiels. Das Artwork von Ian O'Toole, dazu habe ich auch im Setup-Video was gesagt. Mir gefällt es, ist mein Geschmack, passt. So, wir wollen Punkte sammeln. Es ist ein Action-Selection-Game. Ich habe im letzten Setup-Video auch schon mal unsere Positionen bestimmt. Anhand dieser Zertifizierungsleiste hier, auf der wir unseren Zertifizierungsfortschritt abtragen, wird die Reihenfolge der Auswahl bestimmt. Ich hatte die erste Position gewählt, habe angefangen, habe mich für die Designabteilung entschieden. Und die folgenden, die Automa-Spieler Lacerda und Turci, sind durch Auswahlkarten und Plankarten beide in die Logistikabteilung gegangen. Das ist deswegen dieser Stand. Jede Abteilung, von unten nach oben, die Verwaltung hier auf der rechten Seite, das Design hier auf der linken Seite, die Logistik wieder rechts, die Produktion wieder auf der rechten Seite und die Forschung und Entwicklung hier der obere Viertel links, das obere Viertel. Besitzt in jeder Abteilung einen Fortbildungsraum. Das sind exakt identische Räume praktisch, in denen ich jeder Spieler auch seine Schicht aufwenden kann, eine Schicht aufwenden kann jeweils, um sich fortzubilden, eine Zertifizierung zu erreichen, indem man von dem grauen auf den weißen Tisch wechselt und dann den Expertenstatus zu erlangen, wofür es dann als Belohnung, wenn man der Erste ist, den Vortragsmarker gibt. Und für uns als menschlichen Spieler gibt es auch diese Auszeichnung, die hier drunter versteckt ist. Ich zeige euch das mal ein Beispiel, da können dann zum Beispiel Zeitgutschriften für unsere Zeitkonto sein. So, da können aber auch Punkte sein oder auch, ich meine, Autoteile-Gutscheine können drin sein. Was wir hier haben, sind diese weißen Vortragsmarker, die ihr gesehen habt, die gibt es auch noch an anderen Stellen. Die brauchen wir, um in unseren Meetings, die regelmäßig stattfinden, unserer Chefin Vorträge darüber zu halten, was wir erreicht haben. Das können eben diese Ziele hier sein, die sogenannten Leistungsziele. Hier zum Beispiel eben sei zertifiziert in 3, 2 oder 1 Abteilung und dafür kriegst du jeweils 3 Punkte. Oder besitze eines dieser beiden Autoteile, dreimal oder besitze 3 dieser Autoteile, 2 oder 1, dafür gibt es jeweils 2 Punkte. Das sind verschiedene Ziele. Um das aber vortragen zu dürfen, brauche ich Vortragsmarker. Ich beginne dort mit meinem Vortragsmarker hier auf meinem Playerboard nur mit einem einzigen. Und habe die Möglichkeit, durch das Sammeln dieser weißen Vortragsmarker hier auf dem Board weitere von meiner Farbe hier dazuzulegen, um sie dann später in einem Meeting hier platzieren zu können. Achtung, ich brauche auch Vortragsmarker für das Werten von Abschlusszielen. Das heißt, wenn ich also die Abschlusswertung näher kommen sehe, dann sollte ich tunlichst Vortragsmarker zumindest in der Zahl vorrätig haben, von denen ich auch weiß, dass ich diese Ziele erreichen werde. Für uns konkret, für unser Spiel hier, ich brauche entweder 7 Zeitgutschriften auf meinem Zeitgutschriftenkonto. Ich brauche 3 Bücher oder ich brauche 2-mal den Expertenstatus, um jeweils diese Punkte dann auch am Ende des Spiels gutgeschrieben zu bekommen. Aber damit das überhaupt passieren kann, brauche ich auch entsprechend viele Vortragsmarker, so heißen sie. So, Fortbildungsleiste haben wir kurz angerissen. Näheres dazu im Setup-Video. Auch hier die Fortbildungsleiste. In der Designabteilung oder in der Verwaltung, so fangen wir hier unten in der Verwaltung an, in der Verwaltung kann ich mich fortbilden oder ich kann in den anderen Abteilungen arbeiten. Das ist dann sinnvoll,
Wenn die andere Abteilung zum Beispiel besetzt ist, wollte ich zum Beispiel jetzt in die Logistik wechseln, kann ich das nicht, gehe ich in die Verwaltung, kann ich von hier aus in der Logistik arbeiten. In der Designabteilung kann ich mir eines der Designs hier nehmen. Wenn es eines der beiden rechts liegenden Plättchen ist, dann bekomme ich jeweils auch noch diese Gutschrift oder dieses Buch, Zeitgutschrift oder Buch. Erst wenn ich alle meine Züge beendet habe, rutschen dann Plättchen von links nach aus den beiden Hauptbürostapeln und dem Zentralstapel, wie sie hier heißen in diesem Spiel. Und diese Designplättchen brauche ich, und eines davon habe ich auch zu Beginn des Spiels schon bekommen. Diese Designplättchen kann ich brauchen, um diese Designs aufzuwerten. In diesem Falle hier die Karosserie für das SUV, das ist das blaue Fahrzeug. Und wenn ich es aufwerte, bekomme ich sofort 2 Punkte. Und als aufgewertetes Design liegt es dann erstmal neben meinem Board. Und wenn ich dann ein blaues Fahrzeug in diesem Falle, also ein SUV, in meine Garage nehme, das käme dann von der Teststrecke, dann würde ich das als getestetes Design auch zu dieser Garage, wo das blaue Auto liegt, dazulegen können. Das gibt dann nochmal extra Punkte, sowohl in der Wochenwertung, die von Sandra durchgeführt wird, als auch in der Abschlusswertung. Die Wochenwertung von Sandra habe ich euch noch nicht erklärt, nochmal ganz kurz. Sandra reist jeden Arbeitstag durch jede Abteilung, und wenn sie wieder an ihrem Schreibtisch angekommen ist, in ihrem Büro, dann führt sie eine sogenannte Wochenwertung durch. Dann sind in der Regel eben auch 5 Arbeitstage, die wir abarbeiten, durchgelaufen. Und für diese Wochenwertung bekommen wir Punkte für jedes verbesserte oder jedes getestete Design, für das wir auch Autos in einer unserer Garagen haben. Also in der ersten Woche, machen wir uns keine Illusionen, hat man normalerweise, wenn überhaupt, vielleicht ein Auto schon in der Garage. In den nächsten Wochen kann das aber durchaus spannend werden. Und zusätzlich, wenn Sandra hinter uns herreist in den Abteilungen, dann bewertet sie auch jeweils den Spieler, der am schlechtesten oder am wenigsten weit fortgebildet ist. Und wenn wir das sind, dann werden wir bewertet gegen gewisse Kriterien, die dann gelten. Und wenn wir diese Kriterien nicht einhalten oder nicht erfüllen, dann verlieren wir Punkte. Punkte ist ein gutes Stichwort. Wir beginnen mit 15 Punkten. Und das ist auch sinnvoll, denn wir verlieren Punkte. Jeder Punkt, den unsere beiden Automa-Gegner nämlich gewinnen, den verlieren wir. Für die beiden Automa-Gegner gibt es keine Punkteskala, keine Punktemarkierer. Die sammeln auch keine Zeitgutschriften, die sammeln keine Bücher, die sammeln keine Autoteile, Gutscheine. Aber wenn sie Punkte kriegen würden, dann verlieren wir diese Punkte. Und damit kann es auch durchaus passieren, dass wir am Ende einer Woche oder am Ende eines Meetings oder am Ende eines Arbeitstages auch mal runterrutschen unter die Nullpunkte. Durchaus möglich. Gleichzeitig sorgt Sandra aber auch, indem sie durch die Abteilungen geht, in den jeweiligen Abteilungen für eine gewisse Bewegung, sodass sich dort keine statische Situation einstellen kann, die keinem Spieler nutzt. Und deswegen geht dann kein Spieler mehr hin und dann passiert dann nichts mehr, dann geht das Spiel nicht vorwärts. Der Mechanismus für Sandra sorgt dafür, dass da immer Bewegung reinkommt, sodass die Abteilung also nicht uninteressant wird und dann auch verbleibt. Okay. Design hatten wir, Logistik, hier können Waren bestellt werden, das passiert maximal einmal pro Zug eines Spielers, dafür bekommt man dann auch sogar noch eine Zeitgutschrift, aber das passiert auch nach einem gewissen Mechanismus, den gehen wir nachher das erste Mal durch. Über diese Karten können die Lager für die Teile aufgefüllt werden, und diese Teile sind Antrieb, Assistenzsysteme, Batterie, hier ist die Batterie, das grüne, Fahrgestell, Karosserie und Elektronik. Und diese Teile liegen hier rechts neben mir in einem Vorrat, und daraus kann das Lager aufgefüllt werden. Als Spieler kann man auch aus einem Lager dann beliebig viele Teile rausnehmen und auf seinem Playerboard platzieren. Ich fange hier, das habe ich in dem Setup-Video auch gezeigt, mit dem Assistenzsystem als Start-Autoteil an, weil es genau beim Setup hier eben nicht vorhanden ist, und das ergänze ich praktisch dort. Wo wir bei der Logistik sind, was ich im Setup-Video tatsächlich vergessen habe: wir müssen noch die Recycling-Ecke auffüllen. Das ist hier links unten, das Recycling-Board. Und das nimmt im Prinzip theoretisch von jeder Sorte Autoteile auf, aber immer nur eins und am Anfang genau 3 Stück. Ich habe die mal zufällig fallen lassen, die Teile, die anderen lege ich zurück. So, diese 3 Teile, Elektronik, Fahrgestell und Assistenzsysteme, stecke ich in das Recyclinglager. Für jeden Spieler durchaus möglich, jederzeit verwendbar. Man kann dort eines seiner Autoteile, die man hier hat, gegen ein Recyclingteil austauschen, wenn es nicht das gleiche ist. Das heißt, ich könnte jetzt nicht
mein Assistenzsystem gegen das Fahrgestell oder die Elektronik tauschen, weil hier schon ein Assistenzsystem liegt im Lager. Das heißt, für mich bringt jetzt das Recycling aktuell nichts, aber auch die Automa-Spieler sorgen für Bewegung im Recycling und da könnte sich was abzeichnen. Schauen wir mal. Okay, das ist die Logistik und wenn man zertifiziert ist in einer Abteilung, kann man noch mehrere Sachen machen. Das seht ihr jeweils an diesem Symbol, an diesem Häkchen. In diesem Falle in der Logistik ist es dafür, so, dass ich dann auch statt eines oder mehrerer Teile aus dem Lager mir auch einen Gutschein, Autoteile-Gutschein nehmen darf. Auch die liegen hier links in diesem Falle in einem Vorrat bereit, genauso wie weitere Vortragsmarker und weitere Bücher, die ich bekommen kann, wenn ich hier weiter fortschreite. Und das ist die Logistik. Im Design kann ich, in der Forschung und Entwicklung, kann ich zwei Dinge tun, nämlich einmal Designs aufwerten, Designs verbessern. Das ist das, was ich eben besprochen habe. Die werden dann markiert, indem man das entsprechende Autoteil, für das man das Design verbessert hat und bei dem Typen, bei dem man das getan hat, auf eines dieser Upgrade-Felder legt und den entsprechenden Bonus, der abgebildet ist, dann auch sofort bekommt. Das können Punkte sein, Zeitgutschriften, Bücher. Das sind die Dinge, die es hier oben zu gewinnen gibt. Gleichzeitig mit jeder Verbesserung erhöht sich auch der Wert des Autoteils. Das spielt für die Schlusswertung eine Rolle. Und in der Solo-Wertung, im Solospiel, hat das auch eine separate Bedeutung. Dann nämlich, wenn die Automa-Kollegen irgendetwas in Richtung Designteile-Verbesserung machen, dann bekommen die nämlich auch Punkte. Okay, und in der Forschung und Entwicklung habe ich noch das Zweite, nämlich die Teststrecke. Wenn dort Autos aus der Produktion kommen, dann stehen die hier hinter dem Pacecar, hinter dem Führungswagen. Und im Falle, dass das der Fall ist, dann kann ich die nämlich auch von dort aus in meiner Garage nehmen, bekomme dann den entsprechend abgebildeten Bonus und dann rutscht das Pacecar entsprechend weiter. Wenn ich dort zwei Fahrzeuge hinterstehen habe und nehme beide, dann rutscht das Pacecar auch zwei Felder vorwärts. Und jedes Mal, wenn das Pacecar auf ein schraffiertes Feld kommt, also die Ziellinie überschreitet, dann wird dieser Marker, dieser Meeting-Marker hier rüber gesetzt als Erinnerung daran, dass nach dem Arbeitstag dann auch ein Meeting stattzufinden hat, bei dem dann die Vortragsmarke eingesetzt und die Punkte verteilt werden. So, letztes noch die Produktion. Wir haben Sportwagen, Pickups in Grau, Kleinwagen in Grün, SUVs in Blau und den Konzeptwagen in Schwarz. Für diese Fabrikstraßen sind jeweils schon Autos am Start. Bedarf ist hier abgebildet über zwei Plättchen, nämlich einmal für den Kleinwagen und einmal für den Pickup. Und in der Höhe der Ziffer, die darauf abgebildet ist, liegen hier schon generische Vortragsmarker. Die sind also auch zu gewinnen, wenn man hier ein Auto jeweils aus der Produktion herausschiebt. Dann bekommt man einen dieser Marker und wenn alle Marker weg sind, wird aus den anderen Plättchen ein neuer Bedarf erzeugt. Ich lege die mal da oben hin. So. Okay, das war jetzt einmal der ganz grobe Schnelldurchlauf. Wir beginnen gleich mit dem Spiel. Recycling habe ich abgegradet. Noch ein Regelunterschied, den ich zwischen der deutschen Regel und der englischen Regel euch noch nicht erklärt habe im Setup-Video, ist dieses Werkstatt-Upgrade-Plättchen. Das ist das, was hinter der eigentlich noch zu Beginn versperrten Abteilung liegt. Das bildet zwar vier Bonussymbole ab, aber in dem Moment, wenn ich den Bonus dann bekommen sollte, darf ich mir nur zwei davon aussuchen. Egal welche zwei, aber eben auch genau nur zwei. Diese Schlösser hier bedeuten, dass diese entsprechenden Plätze so lange blockiert sind, bis ich in der entsprechenden Abteilung die Zertifizierung erlange. Dann kann das Schloss weg, dann bekomme ich eine entsprechende Wertung und dann kann ich auch den freien Platz nutzen. Okay, im Solospiel ist das ganz wichtig. Diese Fortbildung wird dort anders bewertet als im Mehrspielerspiel. Im Solospiel ist es dazu da, ist es noch darüber hinaus, dass jeder, der zuerst die Zertifizierung bekommt, zwei Punkte bekommt. Das kann also auch ich sein. Das können nicht nur die Kollegen sein. Wenn die das sind, dann verliere ich zwei Punkte. Das Gleiche gilt, wenn man das letzte Feld, den Expertenstatus, erreicht. Dann bekommt man sogar drei Punkte. Und in der Schlusswertung wird die Wertung für die Fortbildung ebenfalls anders durchgeführt als im Mehrspielerspiel. Gut, gehen wir es an. Ich habe selbst diese Karten bekommen, das sind zwei Kanban-Bestellungskarten, mit denen ich Ware in das Lager schaffen kann, wenn ich in der Logistik stehe. Und das sind Zielkarten, Leistungsziele, die ich erfüllen kann, neben denen, die dort liegen. Während eines Meetings, was irgendwann stattfinden wird,
muss ich nicht nur über diese Ziele reden, sondern ich muss auch einmal genau eine Karte ausspielen, auf die ich dann auch einen Vortragsmarker legen kann, aber nicht muss. Und dann schauen wir mal kurz rein. Hier hieße es, Kleinwagen zu sammeln, und zwar bis zu 2, das wären 8 Punkte immerhin, in die Garage zu bekommen. Hier das hieße, dass ich Antriebe, dass ich das Antriebsdesign für mindestens 2 Autos verbessern könnte. Auch das würde 8 Punkte bekommen. Ich habe aber zur Erinnerung im Moment nur ein Karosseriedesign und das ist auch ein SUV und kein Kleinwagen. Das hier ist die Zertifizierung in der Designabteilung, die ich erreichen kann. Dafür würde ich 4 Punkte bekommen. Und das ist die Zertifizierung in der Forschung und Entwicklung. Auch dafür würde ich 4 Punkte bekommen können. Das sind Leistungsziele, auf die ich hinarbeiten kann, aber noch nicht muss. Aber auf die sollte ich hinarbeiten, genauso wie auf die Schlussziele. Das heißt, Zeitgutschriften sammeln, Bücher sammeln und den Expertenstatus möglichst erreichen. Okay, versuchen wir das mal. Und schauen uns einfach mal die erste Runde an, wie das läuft. Die Kollegen stehen in der Reihenfolge von oben betrachtet als erstes und dann sind sie auch als erste dran. Das heißt, wir schauen kurz in die Solohilfe, was sie machen. Der Herr Turci steht in der Logistik. Er wählt ein Autoteil und das sagt uns jetzt hier, ihr erinnert euch aus dem Setup-Video, hier, das ist der Spielbereich für Herrn Turci und das ist der Spielbereich für Herrn Lacerde. Die beiden teilen sich 4 zufällig ausgewählte Designs, die sie bekommen haben. Das spielt dann später in der Forschung und Entwicklung eine Rolle. Und in diesem Spielbereich hatte ich die Auswahlkarte und die Plankarte für jeden Spieler zurechtgelegt. Die Auswahlkarte zeigt auch ein Autoteil und das wird jetzt relevant. Der Herr Turci wählt nämlich jetzt ein Autoteil und entfernt alle aus dem Lager und nimmt 1 davon. Das heißt, er schaut auf das Assistenzsystem, entfernt alle und nimmt 1. In diesem Falle hat er Pech gehabt. Es ist nämlich gar keins da. Das heißt, sein Zug verfällt. Alles gut. Und damit ist sein Zug aber vorbei. Er kann diese Möglichkeiten nicht nutzen. Herr Lacerda steht aber auch in der Logistikabteilung und hier sagt uns die Solohilfe, dass Herr Lacerda eine Kanban-Bestellung aufgibt. Also er arbeitet so ähnlich wie dieses Symbol hier. Und jetzt schauen wir mal, wie das im Solo-Spiel funktioniert. Auf jeder Kanban-Bestellungskarte ist auf jeden Fall mindestens auf einer Seite ein Symbol doppelt abgebildet. In der Summe sind es 5 verschiedene Symbole, die in diesen 6 Feldern abgebildet sind. Eines ist auf jeden Fall doppelt und das ist immer an einer der beiden Seiten. Und im Solo-Modus für den Herrn Lacerda ist es so, dass die Karte so hingelegt wird, dass das Doppelsymbol auch auf die Lagerhälfte zeigt, in der dieses Autoteil auch vorhanden ist. Das heißt, hier muss die Karosserie-Doppelsymbolik auch zur Karosserieseite hin zeigen. Und dann kann die Karte, ihr seht das hier an diesem dunkelgrauen Rahmen, der hier liegt, auf 2 Positionen geschoben werden, nämlich auf diese Position oder auf diese Position. Und das ist für Herrn Lacerda abhängig von der Position von Sandra. Sandra ist unterhalb der Logistik, also liegt die Karte auch nach unten zeigend, sozusagen nach unten geschoben. So. Das hier heißt jetzt, dass das Lager aufgefüllt wird. Und zwar einmal mit einem Assistenzsystem. Und zwar, wir schauen auf die Lagerhälften, die durch diese Mittellinie geteilt sind. Was hier oben identisch ist, kommt auch hier oben in die Lager rein. Also auch ein Assistenzsystem, eine Batterie. Und hier unten wäre es ein Antrieb, aber der liegt nicht hier unten, der liegt oben. Also kommt da nichts rein. Dann kommt ein Fahrgestell da rein und 2-mal die Karosserie. So, das heißt, wir haben hier 4 Karosserien drin liegen. Damit ist diese Kanban-Bestellung ausgeführt und die Karte kommt unten drunter wieder zurück. Gut, das war der erste Zug von Herrn Lacerda in der Logistikabteilung und er hat 2 Züge. Er nimmt nämlich ein Autoteil und entfernt dort aus dem Lager alle Teile bis auf 1, das er selber behält. Und das ist in diesem Falle für Herrn Lacerda der Antrieb. Es liegt dort ein Antrieb, den nimmt er zu sich rüber.
alle anderen werden entfernt, sind keine mehr. Damit hat sich also jetzt im Lager etwas verändert. Herr Lacerda ist also durch. Jetzt bin ich dran. Ich habe drei Schichten, Arbeitspunkte praktisch, Schichten, die ich hier in dieser Abteilung verbringen kann. Und habe jetzt die Möglichkeit, Designs auszuwählen. Und zwar erstmal, weil ich noch nicht zertifiziert bin, nur von diesen 8 hier. Wenn ich denn mal zertifiziert bin, kann ich auch von den 3 hier links neben liegenden Stapeln was wählen. Und zwar immer nur das oberste. Oder ich kann mich fortbilden. Ich habe keine 4. Schicht, die ich einsetzen könnte, weil ich noch keine Zeitgutschrift habe. Aber das wird sich jetzt ändern. Ich möchte mir nämlich Designs nehmen. Und zwar, wir schauen mal auf die Teile hier. Was brauchen wir an Teilen? Wir brauchen auf jeden Fall verbesserte Designs fürs Fahrgestell, um hier mitreden zu können. Und ein Fahrgestelldesign liegt zum Beispiel hier oder auch hier. Und was mich auch interessiert, ist eines dieser beiden Designs, weil es dafür Zeitgutschriften gibt. Warum Zeitgutschriften? Weil das als eines der Abschlussziele gilt. Und 7 Stück zusammenzubekommen, dauert eine Weile, können wir frühzeitig mit anfangen. Von meinen 3 Schichten, die ich habe, würde ich jetzt Folgendes tun. Ich würde einsetzen eine Schicht, um mich fortzubilden. Setze die 2. Schicht ein, um mir dieses Design zu nehmen. Das kommt einfach rüber. Das bedeutet aber auch, dass ich mir diesen Zeitgutschriftmarker eigentlich hier hochschieben müsste. Das darf ich aber erst am Ende meines Zuges tun. Das heißt, ich lege mir hier die Erinnerungstafel hin. Und dann habe ich noch eine Schicht übrig. Und da werde ich mir das weitere Design nehmen, nämlich ein Fahrgestelldesign des SUVs. Das nehme ich mir hier rüber. Und damit bekomme ich ein Buch. Das kommt hier in mein Lager. Mit dem Buch kann ich kostenfrei Weiterbildungen in der Abteilung, der ich mich aufhalte, durchführen. Aber auch nicht jetzt. Ich darf es nicht sofort verwenden. Es kommt erst nach meinem Zug hier auf seinen Platz. So, jetzt ist aber mein Zug durchgeführt, denn ich habe keine Arbeitsschichten mehr, die ich einsetzen kann. Jetzt rutschen hier alle Designs nach rechts weiter. Von hier wird aufgefüllt. Damit ist in der Designabteilung was passiert. Und mein Zug ist beendet. Und damit wird dieser Zeitgutschriftenmarker umgesetzt, wird mir hochgebucht und das Buch kommt hier auf seine Seite, auf seinen Platz. Das kann ich ab meinem nächsten Zug auch einsetzen. So, und damit ist dieser Arbeitstag rum und jetzt kommt eine neue Auswahlphase. Der Arbeitstag ist rum, das heißt aber auch, dass hier was passieren muss. Wir schauen mal am Ende eines Tages. Hier auf dieser Seite liegt ein Recycling-Symbol für die Karosserie. Ich ziehe noch eine Auswahlkarte. Fahrgestell. Und das ergibt mit dem Fahrgestell hier und der Karosserie, die hier nicht ist, ein Recycling-Paar. Das heißt, hier wird ein Recycling durchgeführt, ein automatisches Recycling. Karosserie gegen Fahrgestell. So, das kommt alles zurück. Die Plättchen, die Karten kommen zurück. Die Plankarten kommen zurück auf einen Ablagestapel. Vielleicht seht ihr den da rechts noch. Nee, ja, glaubt mir, er ist auf jeden Fall da. Diese Plankarte hier rutscht nach oben. Und es kommen 2 neue Plankarten vom Nachziehstapel hier drunter. Und damit haben die Herren jetzt wieder eine Auswahlmöglichkeit, auf die sie dann nachher gezogen werden können. Und wir müssen das jetzt auch tun. Denn die Auswahl beginnt wieder mit dem, der hier oben als erster steht, mit Herrn Turzi. Für den ziehen wir eine Auswahlkarte. Es ist die unterste Plankarte, die zu nehmen ist. Das heißt, Herr Turzi möchte in das Design. Schauen wir mal, ob er das kann. Jawohl, er will immer auf die 2. Auf den obersten Arbeitsplatz mit den 2 oder einer Schicht. Dann ist Herr Lacerda dran. Auch für ihn ziehen wir eine Auswahlkarte. Für ihn geht es in die oberste Abteilung. Das ist hier die Forschung und Entwicklung. Auch da kann er hin. Er geht immer auf den unteren Arbeitsplatz. Jetzt sind wir dran mit unserer Auswahl. Und danach Sandra. Für Sandra wissen wir, dass sie
auf jeden Fall hier möglichst weit oben anfangen möchtet. Wenn wir jetzt dahin ziehen, auf die Forschung und Entwicklung, auf den oberen Arbeitsplatz, hätten wir den Vorteil, dass wir uns dort fortbilden könnten und erst da dran wären praktisch, bevor wir Herrn Lacerda das Feld überlassen müssten. Dann wäre aber besetzt und Sandra würde nach hier ziehen. Genauso gut könnten wir auch erst in die Produktion ziehen und ein Auto produzieren. Wir haben ja ein Autoteil, das wir ausgeben könnten. Bringt uns aber keine sofortigen Punkte. Könnten wir hier ein Design verbessern? Um ein Design zu verbessern, müssten wir das hier haben, als auch das Autoteil. Wir haben hier ein Assistenzsystem fürs Konzeptauto. Das könnten wir verbessern. Das wäre vielleicht eine Idee. Die anderen Sachen können wir nicht verbessern. Wir könnten recyceln und die Karosserie fürs SUV verbessern. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder ich gehe erst in die Logistik und hole mir Teile, die ich dann später brauchen kann. Das wäre auch noch eine Idee. Wenn ich in die Logistik gehe, dann ginge Sandra auf jeden Fall da oben hin, würde uns dann bewerten, dann wäre Herr Lacerda dran. Und auch von der Auswahl her wäre dann als erstes mit der neuen Runde Sandra dran. Sie würde dann hier hinziehen, nämlich in die Produktion. Und dann würde ich dort auch keine Punkte machen können. Ich brauche aber die Punkte. Das heißt, ich werde jetzt, dann würde ich zweimal hintereinander nämlich als schlechtest Fortgebildeter gewertet werden. Ich habe etwas vergessen. Fällt mir gerade ein. Ich schaue nochmal nach in die Regel. Und zwar, und das können wir auch noch reparieren, was nämlich im Solospiel passiert. Ist immer der Fall, unabhängig von dem, was auch auf der Solo-Hilfe steht, die beiden waren hier in der Logistik, sie gehen immer da, wo sie sind, in der Fortbildung eine weiter. Das galt zuerst für Herrn Tocci und dann für Herrn Lacerda, so dass also hier die Situation so aussieht. So. Okay, dann ja, hilft nichts, müssen wir jetzt uns trotzdem entscheiden. Also wenn ich nicht in die Produktion oder in die Forschung und Entwicklung gehe, dann werde ich zweimal als schlechtester bewertet und die Kriterien sind noch nicht erfüllt, die dort gelten. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Das heißt, ich gehe in die Produktion. Da kann ich zwar nicht viel machen, aber ich kann wenigstens meine Fortbildung verbessern. So, und dann muss Sandra noch ihren Arbeitsplatz auswählen und der ist von oben gesehen der frühestmögliche. Das ist dieser hier. Und dann geht die neue Runde los. Ich lege euch mal hier die Karten so ein bisschen offen hin, dann werdet ihr, wenn mein Kopf nicht im Weg ist, auch immer wieder mal einen Blick drauf werfen können. Okay, schauen wir nach, was geht. Sandra ist dran. Sie bewertet diejenigen, die am wenigsten weit fortgebildet sind. Und das zwar nur die menschlichen Spieler. Das bin also in diesem Falle ich. Und das, was in der Forschung und Entwicklung gilt, ist dieses Kriterium hier, wenn du zwei oder weniger verbesserte Designs hast, dann verlierst du Punkte. So, wir haben noch nicht mal ein verbessertes Design hier liegen, rechts neben dem Playerboard. Das heißt, wir verlieren Punkte und Punkte verlieren wir immer einen plus die Differenz auf meiner Zeitgutschriftenleiste zu 5. Das heißt, ich habe 4 zu wenig, das heißt, ich verliere 5 Punkte. Das heißt, ganz schnell bin ich auf minus 5 Punkte und damit auf 10 Punkte runter von 15. Das geht ruckzuck. So, zusätzlich sorgt Sandra hier in der Abteilung für Bewegung. Sie bewegt nämlich das Pace Car um ein Feld weiter. Und dahinter stehende Autos gegebenenfalls auch. Das heißt, auch ein Meeting wird alleine durch das Rotieren von Sandra auf jeden Fall irgendwann provoziert, egal ob wir da mit den Autos etwas tun oder nicht tun. So, damit ist Sandra durch. Herr Lacerda ist dran, bewegt seine Fortbildungsmarker. Und in der Forschung und Entwicklung schauen wir, was er dort tut. Er verbessert ein Design und erhöht den Wert des jeweiligen Autoteils. Und falls vorhanden, nimmt er das Auto hinter dem Safety Car. Hinter dem Safety Car steht kein Auto.
aber er verbessert ein Design. Das ist dieses hier, das oberste, die Batterie für den Kleinwagen. Wir nehmen aus dem Vorrat also eine Batterie und legen sie beim Kleinwagen hin, und zwar auf die Position, die am wertvollsten ist. Und das sind in der Reihenfolge die Punkte, dann die Zeitgutschriften und dann die Bücher. So, dieses Design ist verbessert, das wird umgedreht und zu Herrn Lafferda gelegt. Die zwei Punkte gibt es nicht, aber der Wert der Batterie wird jetzt erhöht, weil die Batterie einmal verbessert wurde im Design. Und diese Punkte, diese zwei Punkte, die bekommt jetzt Herr Lafferda. Das sind jetzt in diesem Fall genau die gleich viele Punkte, wird die Batterie aber weiter verbessert durch einen der beiden Kollegen, würden auch entsprechend 3, 4, 5 bis zu 6 Punkte vergeben werden. Okay, das heißt, wir verlieren weitere 2 Punkte. Ich habe es ja gesagt, die beiden kriegen keine Punkte, wir verlieren sie. Und damit ist der Zug von Herrn Lafferda auch durch und wir sind dran. In der Produktion möchte ich jetzt auf jeden Fall von den 3 Schichten, die ich habe, ich hätte hier noch eine, da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich sie ausgeben möchte. Ich muss, wenn vorhanden, von einem vollbesetzten Produktionsfeld alle Marker entfernen, ist aber nicht der Fall. Jetzt kann ich auswählen, ob ich überhaupt ein Auto produziere oder ob ich mich nur fortbilde. Ich glaube, das Design zu verbessern würde was helfen. Lasst uns das mal bewahren. Wir machen mal ausschließlich Fortbildung hier, und zwar mit 1, 2, 3 Schichten, die wir hier investieren. Und das führt dazu, dass wir jetzt zertifiziert sind. Dann kommen jetzt mehrere Aktionen zum Tragen, gerade im Solospiel. Ich schaue noch mal kurz auf die Regel hier auf der Seite. Genau, wer zuerst irgendwo zertifiziert wird, bekommt einfach mal 2 Punkte. Die holen wir uns also wieder zurück. Und dann kann ich meinen Zertifizierungsmarker nach vorne bewegen auf die nächste Stufe. Ich habe ein Zertifikat erreicht und ich gehe jetzt, gehe ich auf die 1, auf die 2, 3 oder 4. Die Position hier würde mir schon 3 Punkte bringen. Aber sie würde einen Nachteil bedeuten, was die Zertifizierungsreihenfolge für ein Meeting angeht. Das macht aber noch nichts, denn ein Meeting findet nicht so schnell statt. Ich würde vorschlagen, ich gehe einfach mal hier nach hinten und hole mir, ja, ich könnte mir auch die Zeitgutschrift holen. Irgendwo muss ich die hier sammeln. Oder ein Buch. Bücher sind hinterher mehr wert. Ich sammle mal das Buch. Bücher und Zeitschriften sind viel wert. Aber 7 Zeitgutschriften, nur 6 Punkte, 3 Bücher schon 8 Punkte. Also im Verhältnis ist das Buch mehr wert im Moment. Das heißt aber auch, dass ich Zeitgutschriften, wenn ich sie sammle, auch hin und wieder mal ausgeben könnte. Ich sammle mal das Buch. Das heißt, ich nehme mir das hier nach links. Das darf ich erst nach meinem Zug ausgeben. Und damit habe ich meine Ziele erreicht. Kurze Randnotiz, dadurch, dass ich jetzt zertifiziert bin, könnte ich hier auf jeden Fall schon mal 3 Punkte in dem nächsten Meeting kassieren, egal wo jetzt mein Marker dort liegen würde. Gut, mein Zug ist durchgeführt. Herr Turci ist dran im Design. Er legt seinen Fortbildungsmarker eine weiter und wir schauen auch noch mal auf die Hilfe, damit uns das nicht verloren geht. Er nimmt 2 Designplättchen entsprechend von Sandras Aufenthaltsort. Und da schauen wir auf die Rückseite. Sandras Aufenthaltsort ist Forschung und Entwicklung. Das heißt, er nimmt Designplättchen von dieser Stelle. Das sind die beiden Hauptbürostapel. Und er nimmt tatsächlich 2 Designplättchen. Diese beiden. Und die gehen hier unter den Stapel. Das heißt, die Kollegen sammeln sich tatsächlich die Designs weg, die wir brauchen, um entweder Teile aufzuwerten oder auch Autos zu nehmen von der Teststrecke. So, das hat er aber gemacht. Sein Zug ist rum. Damit ist wieder ein Tag rum und damit gucken wir wieder aufs Recycling. Hier ist ein Motor. Den gibt es dort nicht. Wir nehmen eine Auswahlkarte, Elektronik, die gibt es dort. Das ist ein gültiges Recyclingpaar. Das heißt, wir nehmen einen Motor und das Recycling kommt zurück.
die Elektronik. Und damit sind die Karten auch alle verwendet. Kommen zurück auf den Ablagestapel. Und die nächste Auswahl geht los. Also, Sandra ist als Erste dran, von oben wieder. Nächste Abteilung. Das schafft sie. Dann ist Herr Lacerda dran. Es kommen wieder, kommen wieder Plankarten hinzu. So. Die habe ich gerade vergessen. Herr Lacerda nimmt die unterste Karte. Das ist jetzt die Verwaltung. Und in der Verwaltung geht er nach hier. Und dann bin ich dran. So. Wir wissen, dass Sandra hier den schlechtesten Mitarbeiter bewertet. Das ist David Turci, da passiert also nichts. Als nächstes würde sie hier hingehen und würde auch hier den am wenigsten fortgebildeten Mitarbeiter bewerten. Das sind wir. Das heißt, da müssen wir hin. Wir gehen also in die Logistik, um dort unsere Fortbildung zu verbessern, damit wir nicht so viele Minuspunkte kassieren. Ihr habt gesehen, 5 Punkte zu verlieren, das läppert sich. Hier ist übrigens noch das Buch. So. Wir gehen in die Logistik und besorgen uns auch Teile, damit wir hier was machen können, was Designverbesserungen oder Produktion angeht. Und fortbilden müssen wir uns auf jeden Fall auch. Okay, und Herr Turci braucht noch einen neuen Arbeitsplatz für den nächsten Tag. Unterste Karte, Forschung und Entwicklung. Die wäre frei, da geht er auf den obersten Platz. So, da kann der nächste Tag beginnen. Und der beginnt mit Herrn Turci, der bewegt seine Fortbildungsmarke um einen Platz weiter. Und dann schauen wir, was er dort tut. Er verbessert auch ein Design und erhöht den Autoteilewert. Und wenn es ein Auto gibt, dann würde er sich das mit dem höchsten Produktionspunktewert nehmen. Aber es gibt keine Autos derzeit. Das heißt, wir bleiben bei der Designverbesserung. Auch hier nimmt er sich das oberste vom Stapel. Assistenzsystem für den Kleinwagen. Und der Kleinwagen, Assistenzsystemverbesserung kommt hier hin. 3 Punkte gibt es dort nicht, aber das hier wird verbessert und diese 2 Punkte verlieren wir. Muss ich aber noch mal kurz schauen. Die beiden Kollegen sind ja hier auf insgesamt 7 Punkte Blockade gegangen, die ich nicht mehr kriegen kann. Ob wir diese Punkte auch verlieren, dann wären wir nämlich bei 7 Punkten schlechter, was sein kann. Nein, die werden dort nicht vergeben, sondern nur es kommen die Werte des neuen Autoteils. Das heißt, diese blockierten Punkte werden niemandem zugeordnet, aber diese Punkte, diese Werte hier können steigen. Es bleibt nicht bei den 2 wie im normalen Spiel oder auch für mich, wenn ich etwas tue, sondern es werden hier steigende Werte. Gut, damit ist aber Herr Turcis Zug vorbei, denn Auto ist hier nicht vorhanden. Sandra ist dran. Sie bewertet den schlechtest fortgebildeten Spieler, hat aber keine Konsequenzen, weil ich das nicht bin. Und sie sorgt jetzt hier für Bewegung, in dem Sinne, dass sie alle Produktionsstapel leer räumt. Aber diese Felder sind bereits alle leer oder noch alle leer. Da passiert also jetzt nichts. Und dann sind wir dran in der Logistik. Ich habe 3 Schichten. Ich kann eine Kanban-Bestellung durchführen. Das würde mir eine Zeitgutschrift einbringen. Das heißt, das gibt sich nicht viel. Ich muss mich auf jeden Fall fortbilden und zwar um 2. Das mache ich mal als erstes. 1, 2. Und ich glaube, was könnte ich denn brauchen? Ich könnte Fahrgestelle brauchen, ich könnte Karosserie gebrauchen. Also 2 Fahrgestelle könnte ich mir nehmen. Wir machen das anders. Diese 2 Fortbildungsmarker, die setze ich durch den Einsatz von Büchern ein. Das heißt, ich habe immer noch meine 3 Schichten.
dann werde ich mich nochmal fortbilden mit meiner ersten Schicht, die ich einsetze, und bekomme damit auch die 2 Punkte für die erste Zertifizierung hier und kann meinen Zertifizierungsmarker weitersetzen. Und den setze ich auf diese Stufe, bekomme 2 Punkte und einen Vortragsmarker. So, jetzt bekomme ich einen solchen weißen Vortragsmarker. Da ich aber hier noch Platz habe auf meinem Playerboard, setze ich praktisch sofort einen meiner eigenen Vortragsmarker auf das Board und lege den wieder zurück in den Vorrat. Das geht so lange gut, bis ich hier 4 habe, beziehungsweise dann später 5. Und jetzt fällt mir auf, ich bin ja schon an 2 Stellen zertifiziert, nämlich in der Logistik, in der Produktion und jetzt in der Logistik. Und diese beiden Schlösser kann ich ja jetzt auch entfernen. Das heißt, hier aus der Produktion wird die Garage frei und in der Logistik wird jetzt auch ein Platz frei für Autoteile. Hier, diese beiden Schlösser sind jetzt weg. Ich kann jetzt also bis zu 6 Autoteile sammeln oder bis zu 5 Autos in meiner Garage. Die habe ich noch vergessen. So, jetzt bin ich in Fortbildungsstufe 2. Das sieht schon mal ganz gut aus. Vor allen Dingen wichtig sind die Punkte zu bekommen, als erster zertifiziert zu sein. Deswegen habe ich dann auch die Bücher eingesetzt. Das ist besser, als wenn ich diese Punkte entsprechend auch verloren hätte nochmal gegenüber den Kollegen. Und jetzt habe ich noch 2 Schichten frei und könnte noch eine 4. einsetzen. Für eine Schicht nehme ich mir die beiden Fahrgestelle. Und für die andere setze ich tatsächlich jetzt eine Kanban-Bestellung ein. Wir gucken mal, wir können noch mehr Karosserien besorgen. Wir können aber auch... Ich überlege jetzt gerade, so früh ist es eigentlich fast noch egal. Wir nehmen mal diese Karte. Ihr seht, ich kann auf diesem Feld die Karte auf 4 Positionen legen. 1, 2, 3, 4. Dementsprechend wird aber auch unterschiedlich hier an der Mittellinie die Liniengrenze gezogen und geschaut, was wird überhaupt aufgefüllt. Ich möchte hier ein paar Batterien drin haben. Dann möchte ich hier einen Antrieb drin haben. Und hier unten kommt noch eine Karosserie dazu und noch eine Elektronik. So wird die Bestellung ausgeführt. Die Karte kommt unten drunter und ich ziehe hier eine neue. Fast die identische Karte. Karosserien und Batterien haben wir jetzt hier im Moment genug im Lager, denke ich. Und ich bekomme eine Zeitgutschrift, die markiere ich mir wieder, die wird mir nachher gut geschrieben. Und damit habe ich jetzt 3 Schichten ausgegeben. Will ich noch eine 4. Schicht ausgeben? Nö, ich lasse es erstmal, mein Zug ist vorbei. So, Herr Lacerda ist dran, bildet sich einmal fort. Und in der Verwaltung, schauen wir nach, was er tut. In der Verwaltung. Er zieht auf der Fortbildungsleiste weiter, wo Sandra aktuell ist. Sie ist hier in der Produktion, das heißt, auch dort zieht er eine weiter. Damit ist sein Zug auch erledigt. Es ist wieder ein Tag vorbei. Ihr seht hier unten, es gibt kein Recycling, also dort in der Ecke bewegt sich jetzt nichts. Die Karten kommen alle zurück. Der erste, der neu auswählt, ist David Turci. Für ihn ziehen wir eine Auswahlkarte. Unterste Karte, er kommt also in die Produktion. Dort ist kein Platz für ihn, weil Sandra dort noch liegt. Dann muss er eine weiter hier in die Logistik. Die Karte bleibt aber erstmal hier liegen. Wir wissen nur, dass wir jetzt nicht das hier tun, was abgebildet ist, sondern wir müssen das tun, was in der Logistik für Herrn Turci vorgesehen ist. Jetzt ist Sandra dran. Sie würde jetzt in die Logistik kommen, da ist aber jetzt gerade besetzt, sowohl weil Herr Turci sich da gerade reingewählt hat, als auch, dass ich da noch liege. Also rutscht sie weiter ins Design. Heißt aber auch,
Da meine Fortbildung hier genauso weit ist wie die der Kollegen, bin ich der schlechteste fortgebildete menschliche Mitarbeiter. Ich bekomme also auf jeden Fall eine negative Bewertung. Schauen wir nochmal auf die notwendige Bedingung. Ich habe übrigens hier vergessen, meine Zeitgutschrift gut zu schreiben. Die Bedingung im Design ist, dass man mehr als zwei Designs bei sich liegen haben muss. Ich habe zum Glück die notwendigen Designs. Das heißt, ich bekomme hier keinen Punktabzug. Das heißt, ich muss mich jetzt da nicht um eine ganz zügige Fortbildung kümmern. Könnte ich auch nicht, weil ich keine Bücher habe und auch nicht in die Abteilung kann und wäre dann auch erst nach ihr dran. Also habe ich Glück gehabt, dass mir das hier in diesem Falle jetzt momentan egal ist, diese Bewertung. Das heißt, ich könnte jetzt in die Forschung und Entwicklung gehen und Designs verbessern. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Wir gehen in die Forschung und Entwicklung. Und zwar, wir schauen mal, Herr Lacerna würde entweder ins Design gehen, dann würde hier Platz für ihn sein, oder in die Produktion, dann wäre auch Platz für ihn. Das heißt, er kommt auf jeden Fall nicht in die Forschung und Entwicklung. Das heißt, wir gehen dorthin auf den Platz mit den drei Schichten. Für Herrn Lacerda ziehen wir eine Auswahlkarte, die sagt Produktion. Und damit rutscht er dort hin. Und damit geht der Tag wieder los und beginnt bei uns mit, ja, Fortbilden werden mal ganz gut und Designs verbessern. Ich habe drei Schichten und ich könnte noch eine Zeitgutschrift einsetzen, um dann auf vier Schichten zu kommen. Und das heißt, wir nehmen drei Verbesserungen in der Fortbildung. 1, 2, 3. Auch hier wieder sofort 2 Punkte. Und auch hier das Freischalten dieses Schlosses. Auch hier wieder Zertifizierung in einer weiteren Abteilung und das Sammeln des Bonus. Ich hole mir sogar die 4 Punkte hier. 1, 2, 3, 4. Und dadurch, dass wir dieses Fabrikziel erreichen, bekommen wir wieder einen Vortragsmarker. Den lege ich in den Vorrat und kann dafür einen Vortragsmarker bei mir ablegen. Dieses Ziel ist erreicht und kommt weg. Da haben wir einen guten Vorsprung auch fürs nächste Meeting. Das heißt, ich habe da drei Schichten ausgegeben. Und jetzt möchte ich trotzdem noch eine vierte Schicht einsetzen, um nämlich ein Design zu verbessern. Und ich kann jetzt verbessern, entweder das Design des Assistenzsystems für das Konzeptfahrzeug oder das Fahrgestell für das SUV. Und hier kann ich, aber ich könnte jetzt für Punkte sorgen, indem ich mir zum Beispiel das Fahrgestell fürs SUV verbessere. Ich glaube, das ist am wertvollsten, am sinnvollsten. Da verbessere ich das Fahrgestell fürs SUV. Das ist dieses hier. Ich bekomme diese drei Punkte. 1, 2, 3. Und dadurch, dass ich dieses Design verbessert habe, bekommt es natürlich nach hier. Halt! Mir fällt gerade auf, Sandra steht ja noch hier. Und sie würde dann bewerten die Zahl der Designs, die auf meinem Schreibtisch liegen. Und die muss größer als 2 sein. 2 reicht nicht. Das heißt, wir verbessern das Design nicht. Wir lassen diese drei Punkte mal noch ein bisschen liegen. Wir haben uns da nur dreimal fortgebildet und die vierte Schicht nehmen wir nicht, um ein Design zu verbessern. Und ein Auto nehmen können wir uns nicht, weil keins da ist. Aber dann bekommen wir hier keine Punktabzüge. Denn das wären mindestens mal 1 plus die 3 und wären dann sogar bei Einsatz der vierten Schicht sogar weitere 4, nochmal 5 Punkte Verlust. Die möchte ich mir jetzt nicht leisten. Das heißt, wir behalten diese Verbesserung noch einen Moment für uns und machen das eventuell später. Aber erstmal lassen wir das andere gleich werten. Das heißt, nach den drei Fortbildungsschritten lasse ich meinen Zug erledigt sein. So, Herr Lacerda bildet sich in der Produktion weiter fort.
Und was er tut in der Produktion ist, er wählt ein Autoteil und das ist hier auf seiner Auswahlkarte vorgeschrieben, die Batterie, und stellt sie für das Auto zur Verfügung, entsprechend von Sandras Aufenthaltsort. So, auch das ist auf der Rückseite abgebildet. Sandra steht im Design. Im Design ist es das Pickup, was hier ausgewählt werden soll in der Solo-Runde durch Herrn Lacerda. Und zwar die Batterie haben wir hier. Er stellt die Batterie für das Pickup zur Verfügung. Und in der Produktion ist es so, dass Herr Lacerda dafür sorgt, dass die Autos zur Mitte hin verschoben werden, bevor sie nach raus geschoben werden. Herr Tucci würde dafür sorgen, dass die Autos erst raus nach links geschoben werden, bevor sie überhaupt in die Mitte kommen, wenn es nicht anders geht. So, Lacerda produziert also einen Pickup nach. Der rutscht jetzt nach hier. Der rutscht dorthin und er muss zur Mitte. Damit rutscht der Kleinwagen nach vorne und wäre das nächste Auto, was rausgeschoben wird. So, Herr Lacerda ist aber auch zertifiziert in dieser Abteilung. Das heißt, er macht das Ganze zweimal. Macht er das Ganze zweimal, auch den Produktionsschritt. Wir gucken nochmal nach. Ja, er macht das Ganze zweimal. So, er macht aber jetzt nicht wieder eine Batterie, sondern in den Auswahlregeln steht, wenn du ein Auswahlteil, eine Auswahl brauchtest, dann nimm deine eigene Auswahlkarte. Wenn du noch ein Teil brauchst, dann nimm die Auswahlkarte des Kollegen. Und das ist dann doch wieder eine Batterie. Und auch hier wieder Sandra anhand der Position würde sagen, Pickup produzieren. Das geht jetzt aber nicht. Das ist dieses Symbol, keine doppelten Teile. Und dann rutscht dieses Teil 1 weiter. Das heißt, es wird ein Sportwagen produziert. Und in beiden Fällen ist es auch legitim. Diese Teile sind nicht verbessert. Hier können jedes Teil beliebig zur Verfügung gestellt werden. Schaut auf den Kleinwagen. Wenn ein Kleinwagen produziert werden sollte, müsste hier entweder ein Assistenzsystem oder eine Batterie als erstes und als zweites hingesetzt werden, bevor irgendetwas anderes dort platziert werden dürfte. Hier sind wir beim Sportwagen, kein Problem. Der wird aber nach innen verschoben durch Herrn Lacerda und damit schiebt sich der Pickup nach vorne und der Kleinwagen rollt raus aus der Produktion. Und auch das führt jetzt zu einigen Dingen. Hier wird ein Bedarf erfüllt, der Vortragsmarker kommt weg. Ich kann ihn nicht mehr kriegen. Die zwei Punkte bekommt Herr Lacerda, ich verliere sie also. Und das Auto kommt hinter das Pace Car auf die Teststrecke. Damit haben wir jetzt ein Auto auf der Strecke. Und Herr Lacerda ist mit seinem Zug durch. Es kommt Herr Tucci dran. Eine Fortbildung. Soweit, so gut. Und dann kommt bei ihm, dass er im Lager, in der Logistik, ein Autoteil wählt und alle davon bis auf eins entfernt, alle entfernt und eins behält. So, das ist in diesem Falle die Batterie und die kommt zu ihm. Okay, damit war das sein Zug. Jetzt ist Sandra dran. Sandra schaut auf mich, aber ich habe drei Autodesigns in meinem Schreibtisch und es folgt keiner Bewertung. Was jetzt aber passiert, wenn Sandra hier in der Designabteilung ist, dann werden diese Plättchen weggeräumt, unter den Zentralstapel geschoben und hier wird für Bewegung gesorgt. Hier kommen neue Designs rein. So. Schauen wir nochmal nach, ob das auch so richtig war. Es ist ja auch hier abgebildet. Die vier rechten Designs und dann unter den Zentralstapel. Und dann gucken wir noch mal, ob das auch richtig interpretiert ist von mir. Ich bin mir da nämlich jetzt nicht ganz sicher, ob der Zentralstapel gemischt wird oder nicht. Die Abteilungsaufgaben.
Hier steht's. Mische und lege die vier Designplättchen ganz rechts unter den Zentralstapel. Okay, also hätten die vier Plättchen hier unten offiziell noch gemischt werden sollen. Und dann kommen sie unter den Zentralstapel. Gut, kein Drama. Aber das war Sandras Zug an dieser Stelle. Und es beginnt ein neuer Tag. Wir schauen nochmal auf das Recycling. Hier sind zwei Teile abgebildet. Wir wählen ein Teil aus. Assistenzsystem ist zwar da, aber weder Elektronik noch Fahrgestell. Wir können also recyceln. Wir schieben das Assistenzsystem weg und können zum Beispiel eine Elektronik wieder ins Recycling stellen. So. Die beiden Plankarten kommen weg. Die kommt wieder nach oben. Es kommen zwei neue Plankarten ins Spiel. Die neue Mission-Karte sagt uns genau das. Dann mischen wir und legen die Karte wieder drunter. So, wir sind dran. Wir hätten wieder vier Schichten. Tja, was machen wir? Sandra wird als nächstes in die Verwaltung gehen und dort den am wenigsten fortgebildeten Mitarbeiter bewerten. Das wären wir. Und die Bedingung in der Verwaltung heißt, an weniger als zwei Abteilungen zertifiziert sein. Wir sind aber schon an drei Abteilungen zertifiziert. Das heißt, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen, dass wir da irgendwas verlieren würden. Jetzt könnten wir Designs verbessern, weil wir jetzt bezüglich der Designbewertung bei Sandra schon einmal durch sind. Aber wo können wir uns denn noch fortbilden, was Zertifizierungen angeht? Das sind hier unten die beiden Abteilungen, Design und Verwaltung. Aufpassen, es gilt sowohl im Zwei-Personen-Spiel als auch im Solo-Spiel, dass als menschlicher Spieler ich jetzt nicht dahin ziehen darf, wo Sandra gerade ist. Das heißt, ich darf jetzt nicht ins Design. Es würde sich also für mich lohnen, tatsächlich mal in die Verwaltung zu gehen und dort erstens etwas für die Fortbildung zu tun, um die Zertifizierungspunkte zu bekommen. Oder in der Produktion etwas zu tun. Brauche ich in der Produktion etwas? Ja, nicht zwingend. Einen Kleinwagen könnte ich brauchen. Aber da würde auch jetzt so schnell keiner mehr nachrutschen. Da vorne steht schon einer. Das heißt, die vier Punkte kann ich mir alleine schon sichern, wenn ich mir diesen Kleinwagen dort irgendwann in meiner Garage hole. Dazu muss ich aber in der Designabteilung oder in der Forschung und Entwicklung stehen. Ich darf hier aber jetzt nicht bleiben. Ich muss auf jeden Fall eine neue Abteilung wählen. Ich gehe einfach mal in die Verwaltung. Mit dem Ziel, mich hier zu zertifizieren. Das bringt mir zwar in der Bewertung für Sandra jetzt keinen weiteren Vorteil, aber würde mir nochmal die zwei Punkte bringen. Und dann kann ich mal schauen, was ich damit noch machen kann. Ich glaube, wenn ich hier zwei plus eine weitere Schicht aufgebe und mich hier nochmal zertifiziere, das bringt schon genug. Okay, das machen wir. Dann ist Herr Laferda dran. Oberste Karte, er geht ins Design. Da ist Platz. Herr Tucci ist dran. Unterste Karte, Produktion, da ist auch für ihn Platz. Sandra geht in die Verwaltung und da geht sie auf ihren Schreibtisch und dann kommt gleich die erste Wochenwertung. Ihr habt aber gemerkt, sie hat eine Abteilung übersprungen. Also es sind nicht immer fünf Tage, fünf Runden sozusagen, bis Sandra wieder in ihrem Büro ist, sondern es können auch mal weniger sein, dadurch, dass nämlich Abteilungen besetzt sind. Okay, das war das. Herr Tucci ist dran, einmal fortbilden und, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einmal ein Autoteil bereitstehen und entsprechend da produzieren, wo Sandra steht. Sandra steht in der Verwaltung, das heißt, es würde ein Sportwagen produziert werden mit einem Antrieb. Ein Antrieb hier. Das funktioniert auch. Das gehört, ist noch nicht verbessert, noch nichts für den Sportwagen an verbesserten Designs.
Und die Verschieberegeln für den neuen Sportwagen sehen jetzt vor, nicht dass in die Mitte, sondern nach links geschoben wird. So, damit ist auch ein Sportwagen kurz vor Fertigstellung. Und das waren die Züge von Herrn Turci. Er ist nicht zertifiziert, da passiert nichts für ihn und das passt. So. Herr Lacerda ist dran im Design. Auch hier einmal fortbilden. Das heißt aber auch, wir müssen bald mal ins Design, um uns hier fertig zu bilden und die Punkte abzusahnen, die da stehen. Und Herr Lacerda im Design. Das heißt, er ist noch nicht zertifiziert. Nimm zwei Designplättchen, die Sandras Aufenthaltsort entsprechen. Gucken wir auch hier wieder drauf. Sandra steht in der Verwaltung und das sind die vordersten beiden Plättchen, die nimmt er. Und die kommen unter den gemeinsamen Stapel der Kollegen. Und das war's für diesen Fall. Ich guck hier nochmal drauf. Jawohl. Nachgeschoben. So, das ist das. Und dann sind wir wieder dran. In der Verwaltung haben zwei Schichten, die wir auf jeden Fall für die Fortbildung ausgeben. Wir könnten jetzt noch zwei Zeitgutschriften, die wir haben, einsetzen. Mit einer mache ich das auch. Hol mir hier die Zertifizierung der Verwaltung. Das sorgt dafür, dass wieder hier ein Schloss verschwindet. Das sorgt dafür, dass ich als erster Zertifizierter zwei Punkte bekomme. Aufpassen, diese zwei Punkte für die Zertifizierung gibt es nur im Solospiel. Die gibt es nicht im Mehrpersonenspiel. Und dann wäre ich soweit durch. Meine vierte Schicht, nee, die bewahre ich mir auf, die lasse ich mal. Das war's für mich. Und jetzt ist Sandra dran. Und zwar mit einer Wochenwertung, die sich auf Autos in der Garage bezieht. Wir haben keine Autos in den Garagen und auch die Kollegen haben noch keine Autos. Das heißt, hier kriegt niemand Punkte. Und in der Verwaltung passiert noch etwas. Nein. Alles klar, das war's. Damit haben wir eine Spielwoche hinter uns. Die Wochenwertung wird hier abgetragen. Und damit ist eine Runde im Prinzip eine komplette Arbeitswoche hinter uns. Und es geht wieder von vorne los mit der nächsten Arbeitswoche. Wir schauen aufs Recycling. Es ist eine Batterie, wäre da nicht drin. Wir schauen auf die Auswahlkarte. Eine Karosserie ist drin. Wir haben also hier ein Recycling. Karosserie gegen Batterie. Und dann kommen die Karten alle wieder zurück. Ups, die Karte kommt nicht nach oben, die kommt nach ganz oben und die kommt unten drunter. So, als erster in der Auswahl. Ups, Moment, wir hatten eine Wochenwertung. Hier mit diesen Designplättchen passiert etwas. Da schaue ich nochmal nach. Ihr merkt, auch ich habe die Regeln nicht im Kopf. Das liegt daran, dass ich noch nicht allzu viele Solopartien gespielt habe. Auch hier in die Wochenende. Die Kollegen erhalten zwei Punkte. Da ist es. Die Kollegen erhalten zwei Punkte für jedes verbesserte Design, das sie besitzen. Die Plättchen werden danach aus dem Spiel entfernt und somit am Ende der nächsten Woche nicht nochmal gewertet. Sie besitzen zwei verbesserte Designs. Genau. Diese beiden Designs sind vier Punkte und die bekomme ich abgezogen. 1, 2, 3, 4. Okay. Und die kommen aus dem Spiel. Das heißt, Batterie und Assistenzsysteme für den Kleinwagen sind verbessert und kommen dann auch raus. Im Mehrspielerspiel, wenn die beiden Automas nicht mitspielen, würden diese Designs entweder dann bei dem jeweiligen Spieler als verbesserte Designs liegen oder dann später als getestete Designs landen und mehrfach gewertet werden. Das heißt aber auch, dass das wie im Solospiel für den Menschen etwas einfacher ist, weil die Designs hier nur einmal in der Wochenwertung gewertet werden und nicht mehrfach. Okay.
Jetzt sind wir mal durch mit der Woche. Herr Tocci wählt aus. Oberste Karte ist die Verwaltung. Und da ist Platz. Er kommt hier hin. Dann ist der Lacerda dran. Unterste Karte. Ups, Forschung und Entwicklung. Herr Lacerda. So. Und jetzt sind wir dran. Ich hätte gerne den Kleinwagen. Und so ein Design verbessern können wir uns jetzt auch erlauben. Das heißt aber auch, dass ich jetzt auch in die Forschung und Entwicklung muss, damit ich als erster dran bin. Und jetzt ist, wenn ich das richtig sehe, auch wieder Sandra dran. Und sie kommt in die Produktion, weil in der Forschung und Entwicklung gerade besetzt ist. Da gibt es keine Pause. Genau. Auf geht's. Wir fangen an. Wir haben zwei Schichten, weil wir auf dem oberen Arbeitsplatz stehen. Und jetzt machen wir Folgendes. Die erste Schicht, die wir nehmen, ich würde gerne den Kleinwagen haben, das geht aber nicht. Ich müsste nämlich jetzt ein Kleinwagendesign abgeben und ich habe keins. Das heißt, der Kleinwagen geht an Herrn Lacerda, unabhängig davon. Selbst wenn ich jetzt im Design wäre und mir das Design nehmen könnte oder auch mich zertifizieren und dann auch eines der oberen Designs hier nehmen könnte, ich käme dann nicht mehr rechtzeitig dazu, mir den Kleinwagen zu nehmen. Aber ich kann Designs verbessern und ich kann mich fortbilden. So, Design verbessern, das können wir mal tun. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt. Und zwar, wir schauen mal, was hier liegt. Bei den nächsten Designverbesserungen, die hier kämen, wäre es das Fahrgestell. Das heißt, wir nehmen das Assistenzsystem, das wir verbessern. Hat den Hintergrund, wenn wir jetzt das Fahrgestell verbessern und Herr Lacerda verbessert gleich das Fahrgestell nochmal, bekommt er 4 Punkte und wir verlieren diese 4. Wenn wir jetzt das Assistenzsystem verbessern, bekommen wir die 2 sowieso. Aber Herr Lacerda, der gleich das Fahrgestell verbessert, bekommt dann nur 3 Punkte. Und damit verlieren wir dann auch nur 3. Das heißt, wir sparen uns 1 Punkt, wenn wir jetzt das Assistenzsystem für das Konzeptfahrzeug verbessern. Genau das tun wir und holen uns hier noch eine Zeitgutschrift. Die markieren wir. Und damit wird dieser Wert erhöht. Erste Schicht ausgegeben. Und da wir das Design verbessert haben, kriegen wir sofort 2 Punkte gut geschrieben. Okay. Die zweite Schicht müsste ich ausgeben, um mich nochmal fortzubilden. Und jetzt ist die Frage, ob wir die dritte Schicht ausgeben. Ich glaube, das tun wir. Wir geben eine dritte Schicht aus, keine vierte, weil wir haben nur noch eine Zeitgutschrift hier. Wir geben eine dritte Schicht aus, um uns nochmal fortzubilden auf den Expertenstatus. Das heißt, wir kriegen nochmal einen Vortragsmarker und das heißt, wir kriegen hier noch einen für das Meeting, das irgendwann kommen wird. Und wir können uns diese Auszeichnung nehmen und das ist tatsächlich ein Autoteile-Gutschein, den wir hier sammeln können. Okay. Und wir kriegen 3 Punkte, weil wir als erster Expertenstatus bekommen haben. Auch das wieder nur speziell für die Solo-Regel, in der ist die Ausbildung noch wertvoller als im Mehrspielerspiel, wo man sich einigen kann oder wo es dazu kommen kann, dass alle möglichst wenig sich fortbilden. Im Solospiel bringt die Fortbildung tatsächlich noch sofort Punkte und kann damit sehr wertvoll werden. So, wo sind wir noch nicht zertifiziert? Wir sind tatsächlich nur noch nicht zertifiziert im Design. Aber hier sind wir noch eine weiter. Ich kann mir also jetzt auch hier noch einen Vortragsmarker gewinnen und da hole ich mir noch eine Zeitgutschrift und einen Vortragsmarker. Das heißt, den Vortragsmarker hole ich mir, da ich noch Platz habe für meinen 5. Vortragsmarker, kommt der auch wieder zurück. Wenn ich jetzt noch einen Vortragsmarker sammeln würde hier auf meinem Playerboard, dann bliebe der weiße generische Vortragsmarker hier links bei mir liegen und ich könnte im nächsten Meeting zwar die 5 einsetzen, würde dann aber, wenn das Meeting beendet wäre, praktisch sofort diese gleichen Dinge hier ausgeglichen bekommen, wieder auffüllen können. Okay, dann
Habe ich mir hier noch eine Zeitgutschrift geholt. Und das müsste es jetzt gewesen sein. Das waren die Zertifizierungen hier. Mein Zug ist jetzt damit auch beendet. Ich bin Experte in der Forschung und Entwicklung und meine zwei Zeitgutschriften werden gut geschrieben. Jetzt müssen wir langsam auch dafür sorgen, dass wir in Richtung 7 kommen. Es wird langsam, dass wir mal ein paar Bücher wieder kriegen. Expertenstatus haben wir ja schon einen erreicht. Das ist schon mal gut. Okay. Herr Lacerda ist dran. Auch hier gucken wir, er steht in der Forschung und Entwicklung auf unserer Referenztafel. Er verbessert das Design entsprechend dem gemeinsamen Stapel. Und das nächste, was er hat, ist tatsächlich, na, erstmal kommt die Fortbildung. Und damit ist er zertifiziert. Das heißt, er macht das Ganze zweimal in der Forschung und Entwicklung. Einmal ein Design verbessern. Und zwar hier das Fahrgestell für das Konzeptfahrzeug und das bietet noch hier als möglichen Bonus das Buch. Das wird damit blockiert und damit wird der Teilewert erhöht. Das kommt zu ihm und diese drei Punkte kriegen wir abgezogen. 1, 2, 3. Gut, dass ich mir die drei Punkte auch eben geholt hatte, da sind sie wieder weg. Und dann ist er zertifiziert, er macht das also nochmal und zwar für das Assistenzsystem des Pickups. Und hier wird dieser Punktestand blockiert. Assistenzsystem des Pickups wird auch verbessert. Wird auf 4 Punkte verbessert. Naja, und die 4 Punkte kriegt er auch. Das heißt 1, 2, 3, 4 Punkte weniger für mich. Und was er jetzt noch macht, ist, er holt sich das erste Fahrzeug hinter dem Pace Car. Das kommt in seine Garage sozusagen. Und das Pace Car bewegt sich damit einen Schritt weiter nach vorne in Richtung eines nächsten Meetings. Okay, das war sein Zug. Sandra ist dran. Der schlechtest fortgebildete Spieler ist der Tochi. Wir kriegen also keinerlei Punktabzüge. Aber was sie hier macht, Sandra räumt alle Felder leer. Und somit können wieder Produktionsengpässe beseitigt werden sozusagen. Und damit hat Sandra gezogen und jetzt ist Tertucci noch dran. Er bildet sich hier fort und er bildet sich dort fort. Wir gucken noch mal drauf. Da wo Sandra ist, bildet er sich einmal weiter fort. Das ist dann in der Produktion. Und damit ist das auch sein Zug. So, nächste Auswahlphase. Wir sind dran. Wir gucken mal. Sandra würde als nächstes gehen. Nein, erstmal ist der Tag zu Ende. Mein Fehler. Wir müssen schauen, ob Recycling stattfindet. Nee, Assistenzsystem gegen Assistenzsystem können wir nicht tauschen. Es findet also kein Recycling statt. Damit ist der Tag zu Ende. Das kommt alles auf die Ablage. Die Karte kommt drauf. Es kommen zwei neue Plankarten in die Reihe. Und jetzt kommt die Auswahlphase wieder. Wir sind dran. Sandra geht als nächstes in die Logistik. Der schlechtest fortgebildete Spieler sind dort die beiden Automa-Kollegen. Die Anforderung dort wäre aber auch mindestens zwei Teile zu haben. Die würden wir nicht erfüllen derzeit. Ist aber nicht schlimm. Wir sind ja entsprechend weit gebildet. Wir brauchen eigentlich als nächstes, können uns Designs helfen. Mit dem Hintergrund, dass wir erstens auch hier diese Gutschriften sammeln können und dass wir zweitens uns dann auch mal irgendwann Autos aus der Produktion nehmen können. Denn irgendwann wird jetzt auch bald wieder, werden mindestens mal ein Pickup und ein Sportwagen irgendwo auf die, aufs Band rollen, vom Band rollen und auf die Teststrecke rutschen. Autoteile können wir auch brauchen, aber ich glaube, ich sehe uns eher hier im Design, wo wir uns mindestens mal für zwei Schichten zertifizieren könnten und das ist, glaube ich, das Bessere. Wo würden denn die Kollegen landen? Sie würden in der Logistik landen, dann würde dafür Bewegung gesorgt werden oder in der Forschung und Entwicklung und damit eventuell in der Produktion. Also schauen wir mal. Wir werden sehen,
Wir gehen mal rüber ins Design und zwar hier auf den wertvolleren Arbeitsplatz, auf den mit mehr Schichten. Und dann sind die Kollegen dran, Herr Laferda zuerst. Unterste Karte, Forschung und Entwicklung. Das geht nicht, da ist er schon, also rutscht er auf die nächste Abteilung, das ist das Design. Sandra rutscht auf den nächsten freien Platz in der nächsten Abteilung, das ist die Logistik. Wir stehen schon da, Herr Turci ist dran. Die Auswahlkarten sind aufgebraucht, einmal rum. Oberste Karte, Logistik. Und das heißt, er geht dorthin, da würde er hingehen wollen, das ist aber Sandra. Er geht also dahin. Okay, das heißt aber auch, Sandra geht als nächstes, weil er hier jetzt besetzt ist, auch nach dem Zug bleibt er noch besetzt, geht in der nächsten Auswahlphase wieder in die Verwaltung, da kommt es wieder zu einer Wochenwertung. Gut, wir haben keine Autos, da passiert nicht viel. Schauen wir mal. Okay, also, es geht weiter mit Herrn Laferda. Er bildet sich hier fort. Dann geht es hier weiter mit dem Produktionsschritt. Er ist auch zertifiziert. Das heißt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird hier zweimal produziert. Jawohl. Und zwar ein Autoteil bereitgestellt. Das ist am Anfang die Karosserie. Und entsprechend Sandras Aufenthaltsort. Sandra steht in der Logistik und das ist der Kleinwagen. Das heißt, wir gucken mal nach. Die Karosserie darf aber für den Kleinwagen nicht bereitgestellt werden, weil der ja mit bereits zwei verbesserten Designs versehen ist und das ist nicht die Karosserie. Das heißt, das Teil wird ans nächste Auto gestellt. Für den Pickup darf es auch nicht bereitgestellt werden, weil hier das Assistenzsystem verbessert wurde. Das müsste zuerst hier hin. Also kommt das nächste Auto und das ist der Sportwagen. Also produzieren wir einen neuen Sportwagen und Herr Laferda verschiebt immer nach innen. Das heißt, die Sportwagen werden jetzt hier massiv die Überhand gewinnen, aber ein Pickup rutscht vom Band. Zunächst mit zwei Punkten, die wir verlieren. Einem Bedarf, den wir auch verlieren. Und damit rutscht das Ding auf die Teststrecke hinter den Pacecar. Okay, ein Pickup. Schauen wir mal. Dann macht er das Ganze nochmal. Als zertifizierter Spieler darf er das jetzt hier zweimal tun. Und das nächste Autoteil, was er bereitstellt, ist eine Batterie. Und das wiederum darf er im Kleinwagen tun. Wieder entsprechend Sandras Aufenthaltsort ist es der Kleinwagen. Das funktioniert. Es wird also jetzt ein Kleinwagen produziert und es rollt noch ein Pickup vom Band. So, wieder ein Bedarf erfüllt. Der verschwindet von der Strecke. Damit verschwindet auch das Plättchen. Es kommt das nächste Plättchen. Hier ist Bedarf für ein Konzeptfahrzeug. Und die verbleibenden Plättchen, das sind jetzt das SUV oder Sportwagen, werden wieder mit dem Pickup gemischt. Und damit läuft das Ganze weiter. So, hier gibt es wieder zwei Punkte, die wir verlieren. Und der Pickup läuft auch hier hin. Okay. Das ist nicht angenehm, aber es ist so, wie es ist. Hier bei Sandra passiert einiges. Und zwar erstmal die Bewertung, die trifft niemanden, weil wir entsprechend weit sind. Aber was sie hier tut, sie räumt auf und zwar das Lager so weit, dass in jedem Platz nur noch ein Autoteil stehen bleiben. Das sind die Aufräumarbeiten im Lager. Und Herr Turci ist dran. Herr Turci im Design. Herr Turci im Design nimmt zwei Designplättchen, die Sandras Aufenthaltsort entsprechen. Wir schauen auf diese Grafik. Sandra steht in der Logistik und das betrifft diese beiden Designplättchen. Die kommen unter den Stapel. Also an diese Designs hier komme ich nie wieder dran. Das ist leider das Dumme daran.
Die Fortbildung für Herrn Turci haben wir vergessen, die kommt noch. Und das war's. Okay, damit war Herr Turci dran, wir sind dran. So, es ist jetzt, glaube ich, ziemlich gut, wenn wir, wenn wir uns auch fortbilden, und zwar einmal zertifizieren für zwei von den drei Schichten, 1, 2. Damit bekommen wir wieder den Zertifizierungsbonus von 2 Punkten. Das letzte Schloss wird entfernt und wir rutschen in die höchste Zertifizierungsstufe. Ich könnte mir jetzt 5 Punkte besorgen, aber ich glaube, es ist wichtiger, dass ich bei den zukünftigen Meetings immer als Erster auch meine Vortragsmarker verteilen kann. Wenn wir mal zu einem Meeting kommen, werdet ihr sehen, warum das wichtig sein kann. Nicht immer ist, aber durchaus wichtig werden kann. Deswegen setze ich mich nach hier oben und damit haben wir alle Reihenfolgeprobleme für zukünftige Meetings auf jeden Fall geklärt. Erstens bin ich der, der am weitesten zertifiziert ist und zweitens bin ich da in Position 1. Das heißt, das ist nicht das Problem. Wir haben jetzt allerdings etwas, was ich übersehen habe, ist mir gerade aufgefallen. Der Herr Lacerda ist ja jetzt auch schon 2-mal zertifiziert. Er wäre also jetzt auch 2-mal hier hochgerutscht. Herr Turci ist noch nirgendwo zertifiziert. Es war aber immer so, wenn ich mich recht entsinne, dass Herr Lacerda immer hinter mir war. Das heißt, es spielt keine Rolle, er hat den Platz nicht blockiert. Ich wäre ja auch hier gewesen, aber ich hatte mir ja hier die entsprechenden Punkte geholt. Okay, gut. Das heißt, wir haben uns zertifiziert, die 2 Punkte haben wir geholt. Jetzt müssten wir eigentlich einige Designs uns holen. Es stehen Pickups an der Teststrecke. Und für Pickups muss ich Designs abgeben. Da ich zertifiziert bin, darf ich von jedem Platz mir Designs holen. Und ich habe noch eine Schicht frei und könnte noch eine opfern für meine Zeitgutschrift. Ich glaube, das mache ich auch. Ich nehme mir erstmal dieses Design hier. Das ist das, was nicht verbesserbar ist. Aber genau das kann ich nutzen, um mir nachher einen der beiden Pickups dort oben zu holen. Und ich nehme mir dieses Design und dazu opfere ich diese Zeitgutschrift und bekomme eine nach meinem Zug wieder. Das Teil kann ich dann später nochmal verbessern und hätte es dann, wenn ich ein Pickup in meiner Garage bekomme, auch sofort als getestetes Design. Okay, damit ist das erledigt. Hier rutschen alle Teile weiter und das wird aufgefüllt. Und damit ist mein Zug beendet. Der Tag ist zu Ende. Wir schauen aufs Recycling. Die Batterie gegen ein Fahrgestell. Das ist gültig. Das heißt, die Batterie geht weg. Ein Fahrgestell kommt. Nein. Und der Tag ist zu Ende. Hier kommen neue Plankarten hin. Okay, keiner der Kollegen ginge als nächstes in die Forschung und Entwicklung. Das ist wichtig zu wissen. Herr Lacerda ist zuerst dran. Er möchte die obere Karte, Logistik. Da kann er hin. Sandra ist als nächste dran. Sie würde ins Design gehen. Da ist besetzt. Dann geht sie in die Verwaltung. Es kommt nachher zu einer Wochenwertung. Und dann ist Herr Turci dran. Die untere Karte ist die Produktion, da geht er hin und dann sind wir dran, wir gehen auf die Forschung und Entwicklung und damit sind wir als nächstes dran. So, also der nächste Tag geht los und das beginnt oben bei uns. Wir sind also in der Forschung und Entwicklung, wir sind Experte, müssen also hier nichts mehr in die Fortbildung stecken. Das war in den ersten beiden Wochen, die wir hier jetzt durchgearbeitet haben, wichtig. Und jetzt können wir uns aber darauf konzentrieren, mit den Designs und so weiter auch wirklich zu arbeiten. Wir schauen, was wir machen können. Ich würde mir für 3 Schichten habe ich. Ich würde mir auf jeden Fall das erste Fahrzeug hinter dem Pace Car nehmen wollen. Das seht ihr hier oben abgebildet. Das kostet 1 Schicht.
Das nächste Fahrzeug, die nächsten beiden würden jeweils 2 Schichten kosten und das vierte Fahrzeug hinten dran, es darf maximal 4 Fahrzeuge geben, würde sogar 3 Schichten kosten. Brauchen wir nicht, wir brauchen nur ein Fahrzeug. Wir nehmen uns einfach mal hier den Pickup und den stellen wir in eine unserer Garagen. Ich würde ihn direkt in die wertvollste Garage stellen, nämlich in diese hier. Da können wir uns jetzt 2 Bonus aussuchen. Und zwar würde ich jetzt hier vorschlagen für uns, dass wir... Oh, hier hatte ich noch eine Zeitgutschrift. Wo hatte ich denn die her? Die war von diesem Bonus. Den hatte ich noch nicht wieder gut geschrieben. Okay, also wir suchen uns eine Zeitgutschrift aus und ein Buch. Denn, erinnert euch, wir brauchen auch als Abschlussziele Bücher und auch Zeitgutschriften. Das drehe ich um, diesen Bonusteil. Wir schauen mal auf unsere verbesserten Designs, die wir schon haben. Das ist das eine hier für das Konzeptauto. Wir haben nur noch kein Konzeptauto. Es bleibt hier liegen. So, damit habe ich meine Fahrzeuge genommen. Jetzt rutscht um jedes Fahrzeug, das ich genommen habe, das Pacecar einen Platz weiter und alle anderen Fahrzeuge schließen auf. Jetzt habe ich eine Schicht ausgegeben. Die zweite Schicht gebe ich dafür aus, dass ich diesen Autoteile-Gutschein einsetze, um mir eine Karosserie zu nehmen. Nein, nicht eine Karosserie, doch eine Karosserie zu nehmen und aufzuwerten für den Pickup, den ich auch hier als Design liegen hatte. Und das heißt, beim Pickup schaue ich hier mal drauf, was es gibt. Auch hier würde ich eine Zeitgutschrift nehmen. Dann drehen wir den Marker hier auf 2. Und das ist ein verbessertes Design. Ich bekomme 2 Punkte. Und weil ich einen Pickup auch schon in meiner Garage habe, landet der hier auch als getestetes Design direkt hier oben. Und damit habe ich 2 Schichten ausgegeben. Jetzt ist die Frage, warum auch nicht, ob ich meine dritte Schicht nicht auch noch ausgebe. Achtung, ich habe die Karosserie verbessert, das rutscht nach hier. Die dritte Schicht gebe ich aus, um das Fahrgestell des SUV zu verbessern. Aber ich schaue gerade, wir haben 1, 2, 3 mal das Navigationssystem, also Assistenzsystem verbessert. Einmal die Karosserie, einmal die Batterie. Aber wieso haben wir jetzt schon 3 mal... Ah, hier sind ja Verbesserungen. Das darf eigentlich nur hier stehen. Einmal verbessert. Nochmal geprüft. Ja. Das Fahrgestell darf nur hier stehen. Warum ist denn das verbessert worden? Keine Ahnung. Assistenzsystem ist auf jeden Fall 1, 2, 3 mal verbessert, ist auch 1, 2, 3 mal hochgerutscht. Und Karosserie einmal verbessert, Batterie einmal verbessert, Fahrgestell bisher einmal verbessert. Jetzt verbessern wir das Fahrgestell des SUV nochmal. Und das bedeutet, SUV ist hier das Blaue. Dann nehmen wir uns die 3 Punkte und die 2 für die Verbesserung und das hier rutscht hoch. Das heißt, wir bekommen 5 Punkte, 1, 2, 3, 4, 5 und sind damit wieder auf 17 und haben 3 Schichten ausgegeben. Alles gut. So, Herr Tucci ist dran. Er zertifiziert sich auch hier in der Produktion und er stellt ein Assistenzsystem zur Verfügung. Und das Auto entsprechend Sandras Aufenthaltsort. Da schauen wir nochmal. Sandras Aufenthaltsort ist die Verwaltung. Da geht es also auf den Sportwagen. Sportwagen ist rot. Da dürfen wir ein Assistenzsystem hinstellen. Das wird ein Sportwagen produziert. Und Herr Tucci schiebt links raus, das heißt, wir sind auf dieser Bahn. Und damit bekommt Herr Tucci einen Punkt, den wir verlieren. Ein Bedarf besteht aktuell nicht, aber der Sportwagen rutscht hier hinter das Pacecar, hinter den Pickup. Und damit ist der Zug von Herrn Tucci beendet. Dann ist Herr Lafferda dran
Er bildet sich weiter, erreicht damit eine Zertifizierung. Herr Tocci übrigens auch. Herr Tocci rutscht hier auf die 3. Das ist die erste Zertifizierung, die er erreicht. Jawohl, das passt. Herr Lacerda rutscht hier auf die erste Position. Das passt auch. Hier hatte ich die 2 Zeitgutschriften noch vergessen, wo ich gerade hier unten in der Ecke bin. So. Und dann geht es hier weiter mit Herrn Lacerdas Zug in der Logistik. Und in der Logistik ist es so, dass er erstmal eine Kanban-Bestellung aufgibt. Ups, keine Leistungsziele, sondern eine Kanban-Bestellung, da wo das Doppelte ist. Und Sandra steht unten, das heißt auch die Karte wird nach unten geschoben. Es kommen also 2 Batterien rein, ein Fahrgestell und eine Karosserie. Das ist das. Und dann wählt er ein Autoteil und entfernt alle aus dem Lager und behält eines davon. Und sein Autoteil ist die Batterie. Das heißt, die kommen alle weg und eine bleibt bei ihm. Gut, das ist sein Zug und er ist zertifiziert. Das heißt, den Schritt hier unten macht er 2-mal. Er wählt noch ein Autoteil aus, das ist das Assistenzsystem. Das behält er. Okay. Dann ist Sandra dran. In der Verwaltung der schlechtest ausgebildete Mitarbeiter ist der Tocci. Uns passiert nichts. Und es kommt zu einer Wochenwertung. Und da gucken wir nochmal hin. Für jedes Fahrzeug in der Garage bekomme einen Punkt für ein verbessertes Design und einen für getestete Designs. Wir schauen das aber nochmal an. In den Regeln, nicht dass ich die Symbole hier falsch verstehe. Ihr merkt, es ist echt nicht wenig. So, einen Punkt für jede Verbesserung an dem Modell. Ah, okay. Für jede Verbesserung an dem Modell, was wir haben und für jedes getestete Design, das wir bei uns haben. Okay, wir gucken mal. Pickup, da gibt es 2 Verbesserungen beim Pickup. Die haben wir hier. Das heißt, wir bekommen für den Pickup 2 Punkte. Und einen Punkt, weil wir nämlich ein getestetes Design auch bei uns liegen haben. Das heißt, wir bekommen hierfür 3 Punkte. 1, 2, 3. Und bei der Solo-Variante ist es, jetzt gucke ich wieder in die Regeln. So, die Kollegen erhalten 2 Punkte für jedes verbessertes Design, was sie besitzen. Okay, das sind diese 4 Punkte für diese beiden Designs. Ist mir runtergefallen. Die kommen aus dem Spiel und wir verlieren 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Okay, das war die Wochenwertung und wir setzen uns hier eine hoch. Das war Sandras Zug. Der Tag ist zu Ende. Wir schauen aufs Recycling. Hier haben wir eine Menge Punkte, Menge Waren. Mit einem Fahrgestell, das wir hier haben, könnten wir die Elektronik nicht tauschen, das Fahrgestell nicht tauschen, aber die Karosserie. Das heißt, wir haben ein gültiges Recyclingpaar. Fahrgestell raus, Karosserie rein. Und damit ist der Tag und die Woche zu Ende. Und es kommt zu einer neuen Auswahl und damit geht es weiter. Okay, wir fangen an mit der Auswahl. Wir schauen mal, was wir so brauchen. Was haben wir denn an Zielen, die wir noch erreichen können? Wir brauchen 7 Zeitgutschriften auf Dauer. Dafür haben wir noch genug Zeit. Wir sind bei 4. Das sieht ganz gut aus. 3 Bücher, da brauchen wir noch ein bisschen was. Die können wir uns holen, indem wir uns Designs holen. Designs holen ist gar nicht so schlecht. Hier liegt ein Design, was wir für ein SUV ausgeben könnten. Hier liegt eins, was wir für ein Konzeptfahrzeug ausgeben könnten. Und hier können wir auch noch einiges verbessern. Das ist ganz gut. Also könnten wir uns Designs holen und dafür auch Bücher noch kassieren und einen Expertenstatus uns noch irgendwo erlangen. Okay. Und an Zwischenzielen haben wir Zertifizierungen. Da haben wir ausreichend. Dann bräuchten wir verbesserte Designs fürs Fahrgestell. Da haben wir eins. Da könnten wir uns hier 4 Punkte holen.
Und Autoteile könnten wir uns in einem Meeting holen, Batterien und eigentlich fast alle, bis auf Assistenzsysteme und Karosserien, können wir uns die anderen vier Autoteile holen, um hier Punkte zu sammeln. Kleinwagen, hier sind wir zertifiziert, da sind wir zertifiziert. Also Punkte für das nächste Meeting. Haben wir auch alle Vortragsmarker, die wir haben können. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Ein Meeting wird bald passieren. Das dauert nicht mehr allzu lange. Und bis dahin spielen wir auf jeden Fall noch. Und ich glaube, dann machen wir auch eine Pause und machen dann ein neues Video für die nächste Runde. Denn sonst dauert das einfach auch alles zu lange mit den ganzen Erklärungen. Okay, ich wähle aus und wir gehen ins Design. Alles klar. Dann ist der Hatochi dran. Unterste Karte, Logistik, das passt für ihn. Dann ist Herr Lacerda dran. Unterste Karte, Verwaltung, das passt auch für ihn. Und Sandra ist dran, oben Teststrecke. Okay. Der Tag geht los, der Arbeitstag. Wir schauen noch mal kurz Zwischenstände, Zertifizierungen. Eine für Herrn Turci, jawohl, da oben. Und 1, 2, 3 für Herrn Lacerda. Und wir sind voll zertifiziert. Passt. Alles klar, Sandra ist dran. Die Bewertung würde Herrn Turci treffen, das passt also, passiert nichts. Und was sie jetzt hier tut, sie setzt einfach nur den Wagen nach vorne. Und das führt dazu, dass wir als nächstes auch ein Meeting haben werden am Ende des Tages. Dann ist Herr Turci dran. Herr Turci bildet sich einmal fort, ist damit auch zertifiziert, geht hier auf die Position 3. Und als nächstes, was macht er? Ist immer wieder nachgucken, bis man es auswendig kann. Er wählt einen Teil aus dem Lager, entfernt alle bis auf 1, das er behält. In der Summe dürfen die Kollegen maximal 6 besitzen. Das heißt, weitere Teile würden dann praktisch wieder zurück in den Vorrat wandern. Okay. Damit war sein Zug erledigt. Wir sind dran. Wir haben 3 Schichten. Ich würde jetzt noch mal ganz bewusst 1, 2 Schichten ausgeben für, nein, eine Schicht ausgeben für eine Fortbildung und ein Buch ausgeben für eine Fortbildung. Was uns dazu bringt, dass wir Experte sind. Damit kriegen wir diesen Vortragsmarker. Den legen wir hier neben, den sammeln wir nämlich. Wir kriegen diesen Bonus. Das ist ein Buch, das kommt auch hier neben. Und der Bonus kommt weg, diese Auszeichnung. Und wir bekommen 3 Punkte. 1, 2, 3. Und haben jetzt nur eine Schicht und ein Buch ausgegeben. Okay. Dann haben wir jetzt noch 2 Schichten, die wir uns nehmen können. Und da würde ich direkt die obersten beiden Designplättchen nehmen. Für diese 2 Schichten bekommen dann noch 2 Bücher gut geschrieben. Und die rutschen alle nach. So, okay. Und das war mein Zug im Design. Und Herr Lacerda ist dran, zertifiziert sich in der Verwaltung, rutscht also hier hoch. Und dann ist sein zweiter Zug, dass er als zertifizierter Mitarbeiter sich dort fortbildet, wo Sandra steht. Das ist dort. Und das Gleiche als Zertifizierter macht das gerade nochmal. So. Alles klar, das ist sein Zug gewesen. Damit ist der Tag rum. Und jetzt kommt es zu einem Meeting. Das machen wir noch gemeinsam. Und dann brechen wir an dieser Stelle das Video ab. Und ich lasse das Spiel dann so liegen. Das nächste Video wird dann die nächsten Runden zeigen. Wir haben gesehen, wir sind bei 2 Wochenwertungen und jetzt dem allerersten Meeting. Das heißt, dieser Marker rutscht rum und das schauen wir uns nochmal an, wie das genau geht. Wir haben jetzt hier Vortragsmarker, die zu verteilen sind und für den Anfang bekommt Herr Turci immer 3 Vortragsmarker. Die bekommt er aus dem allgemeinen Vorrat und Herr Lacerda bekommt so viele Vortragsmarker, wie Meetings, die stattfinden. Also das ist das erste Meeting. Er bekommt jetzt einen, im nächsten Meeting bekäme er 2
Und im dritten Meeting, falls es noch erforderlich würde, wären es dann 3 Vortragsmarker. Die Regel sieht so aus, und das wird jetzt auch wichtig, warum wir uns hier oben hingestellt haben. Die Reihenfolge, in der man dran ist, bestimmt sich anhand der Zertifizierungsleiste. Das heißt, wir dürfen anfangen, dann kommt Herr Lacerda, dann kommt Herr Turschi. Und das Ganze geht so lange, bis man entweder das Verteilen der Vortragsmarke und das Sammeln der Punkte passiert so lange, bis man entweder überall etwas vorgetragen hat, zu jedem Thema was gesagt hat, oder bis man freiwillig aufhört. Das heißt, man reiht so aneinander seine Vorträge, bis alle gepasst haben. Oder eben auch keine Vortragsmarke mehr hat. So, wir fangen also an. Wir wissen, dass wir uns einmal auf jeden Fall auch einen dieser Marker spielen müssen. Und das kriegen wir auch hin. Wir haben zum Beispiel diese 4 Punkte jeweils sicher. Hier eine Batterie haben wir nicht, den würde ich also nicht spielen wollen. Einen kleinen Wagen haben wir auch nicht in der Garage, den würde ich auch nicht spielen wollen. Also würde ich eine dieser beiden Karten spielen wollen. Und wichtig ist aber, jetzt zu wissen, auch für die eigene Planung, Herr Lacerda beginnt immer von der linken Seite, setzt natürlich seinen Vortragsmarker dorthin und kassiert Punkte, als ob er, und jetzt gibt es einen Unterschied in der englischen Version und in der deutschen Version. Es gibt ein Regel- oder ein Playthrough-Video von Paul Grogan von, wie heißt der Kanal? Ich weiß es gerade gar nicht. Gaming Rules. So, Gaming Rules. Da macht er ein Solo-Playthrough durch Kanban EV und wertet Herrn Lacerdas Punkte, setzt ihn natürlich dann hier drauf und würde jetzt hier 6 Punkte werten. 3 mal 2. Das steht aber in der deutschen Regel so gar nicht drin. Da steht im Wortsinne, wir gucken uns das nochmal genau an, nicht, dass ich was Falsches erzähle, er erhält für jede markierte Karte Punkte in Höhe des größten darauf abgebildeten Multiplikators. Das wären hier 3 und nicht 6 Punkte. Im Gegenzug steht bei Herrn Turschi, der immer von rechts beginnt und seine Marker natürlich auch immer oben hinlegt, er zielt für jede markierte Karte, als hätte sie einen Einmalmultiplikator. Dann wären es hier 3 Punkte und nicht 6, selbst wenn er 3-mal zertifiziert wäre. Das heißt, hier in der deutschen Regel, und nach der möchte ich es gerne spielen, ging es jetzt so, dass Herr Lacerda hier belegen würde und er hätte auch ein Teil, aber würde aber Punkte bekommen in Höhe des Multiplikators, in diesem Falle 3. Das ist der höchste Multiplikator. Das höchste Ergebnis wären 6, aber die bekommt er nicht, laut deutscher Regel. Paul Grogan in Gaming Rules hat es aber so gespielt, dass ihm hier 6 Punkte gut geschrieben würden. Das ist eine Unschärfe und ich habe es auf dem Boardgame Geek Profil auch noch nicht gesehen, dass es für die deutsche Regel erklärt wäre, ob das jetzt wirklich so oder so zu spielen ist. Wir spielen es mal, wir versuchen es jedenfalls nach der deutschen Regel. Okay. Das heißt, Herr Lacerda fängt hier an, Herr Turschi finge hier an. Hier, Anzahl von Zertifizierungen, wir sind komplett zertifiziert, wären 5, wir könnten 9 Punkte kassieren, wenn wir hier als Oberstes uns hinsetzen würden. Und genau das möchte ich auch tun, damit möchte ich anfangen. Ich setze meinen Marker also hier hin, weil so nach, ich bin an 5 Abteilungen sogar zertifiziert und Sandra sagt, naja gut, für 3 Abteilungen gebe ich dir die Punkte, du kriegst 9 Punkte. 18 und 9 sind 27, sind wir schon mal bei 27 Punkten. Jetzt ist der Lacerda dran. Er nimmt seinen Vortragsmarker, setzt ihn ganz links auf die linkeste Karte und kriegt jetzt hier 3 Punkte. Oder 6, wenn man Paul Grogan von Gaming Rules glauben darf. In der deutschen Regel ist es anders formuliert. Schwierige Geschichte, nagelt mich da jetzt bitte nicht ganz fest. Es mögen also 3 Punkte Unterschied jetzt sein bei uns. Vielleicht schreibe ich mir das, aufschreiben kann ich jetzt gerade nicht, habe keinen Stift in der Nähe. Versuchen wir es mal im Hinterkopf zu behalten. So, jetzt ist der Turschi dran, er hat 3 Vortragsmarker, er fängt immer rechts an. Und ich, pass mal auf, ich lasse mal die Sprechblasenzeiger von Herrn Lacerda nach links zeigen und die von Herrn Turschi nach rechts. Dann haben wir da Unterschiede. Herr Turschi fängt hier an, legt natürlich auch oben hin, bekommt aber jetzt, als ob er den niedrigsten Multiplikator hätte, 3 Punkte. 1, 2, 3. So, jetzt sind wir wieder dran. Was haben wir hier? Verbesserte Fahrgestelle haben wir nur 1.
Wir könnten also hier maximal 4 Punkte erzielen. Und Herr Turci würde auch 4 Punkte bekommen, wenn er als nächstes hier hinlegt. Egal wer wo seinen Marker hinlegt. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, ob wir eines unserer Ziele, und wir können nur eine Karte ausspielen. Ja. Wir spielen diese Zielkarte aus, dieses Leistungsziel, und legen da auch direkt einen unserer Vortragsmarker hin und bekommen diese 4 Punkte, weil wir in der Designabteilung zertifiziert sind. 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Dann geht es an Herrn Lacerda weiter. Er hat aber keine Vortragsmarker mehr, muss also passen. Herr Turci ist dran, er hat noch einen Vortragsmarker. Von rechts beginnend legt er weiter und bekommt 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Wieder zurück. Und jetzt sind wir wieder dran. Wir haben eine Karte ausgespielt, können also keine weitere spielen. Müssen schauen, was wir noch kriegen können. Wir nehmen uns diese 4 Punkte. Das war Herr Turci. Wir nehmen uns diese 4 Punkte, weil wir ein verbessertes Design für das Fahrgestell haben. Und kriegen wieder 4 Punkte. Herr Lacerda kann immer noch nicht ziehen. Herr Turci ist nochmal dran, legt seinen Marker hier oben drauf, bekommt 2 Punkte. Und das kriegen wir auch nochmal hin. Diese 2 Punkte können wir mit einem Marker nochmal ausgleichen. Auch nochmal 2 Punkte. Herr Lacerda kann nicht spielen, Herr Turci kann nicht spielen, weil keine Vortragsmarker mehr da sind. Wir könnten theoretisch noch spielen, wir hätten noch hier einen Vortragsmarker, brauchen das aber nicht, denn wir bekämen hier tatsächlich auch keinerlei Punkte mehr. Und bei den anderen haben wir unsere Punkte jeweils maximal möglich abgezogen oder erhalten, so rum, abgesahnt. Das heißt, das Meeting ist jetzt zu Ende. Was passiert? Die Vortragsmarker kommen zurück. Da wir die ausgegeben haben, kommen die wieder neben das Board. Hier hatten wir aber noch einen generischen überzähligen gesammelt, den können wir uns sofort wieder gutschreiben. Und die anderen Vortragsmarker kommen auch wieder zurück von den Kollegen auf dem Vorrat. Die Karten werden alle eingesammelt. Die kommen erstmal auf den Ablagestapel sozusagen. Ich muss jetzt 2 dieser Zielkarten ausspielen. Kriegen wir Kleinwagen in die Produktion, auf unsere Teststrecke, in unsere Werkstatt oder eher nicht? Ich glaube eher nicht. Dann kriegen wir schon vielleicht eher verbesserte Batteriedesigns ins Umfeld, in den Umlauf. Das heißt, ich spiele diese beiden Karten aus. Dann werden die oberen beiden Karten als Ergänzung gezogen. Das Ganze wird gemischt. Und zufällig verteilt. Und da ich jetzt nur noch eine Leistungszielkarte habe, ziehe ich auch noch bis auf 4 wieder auf. Okay. Der Meeting-Marker kommt wieder zurück. Der Zähler ist einem vorgesetzt. Und damit haben wir das Meeting beendet. Es würde jetzt mit der nächsten Auswahlphase weitergehen. Wir schauen aber noch mal kurz aufs Recycling, bevor wir das machen. Das Recycling, Karosserie gegen Karosserie, geht nicht. Kein gültiges Paar, dann bleibt es so, wie es ist. Hier geht es auf die neuen Plankarten. Zack und zack. So. Jetzt haben wir einmal sogar 2 Wochen gespielt, etwas über 2 Wochen gespielt, ein Meeting gehabt. Und damit machen wir jetzt für dieses Video erstmal Feierabend. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Schaut gerne nach, ob ihr das Thema höchster Multiplikator oder komplett höchste Punktbewertung irgendwo findet. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Und auch sonstige Dinge, die mir vielleicht durchgerutscht sind, markiert sie gerne oder schreibt sie gerne in den Kommentaren mit rein. Ich werde versuchen, mindestens Kapitelmarker für die Wochenwertungen und für das Meeting einzutragen in das Video, damit ihr das auch, damit ihr da hinspringen könnt. Und ansonsten fällt mir jetzt, wo ich
drüber nachdenke, gerade noch Folgendes auf, wo ich hier einen Überblick habe. Ich habe gerade gesehen, ich habe 3 verbesserte Designs. Damit habe ich tatsächlich auch ein Firmenziel erreicht, nämlich dieses hier. 3 verbesserte Designs. Ich habe also noch einen Vortragsmarker. Den hätte ich als generischen hier überzählig gehabt und den hätte ich jetzt nach dem Meeting auch eintauschen können. Dieses Firmenziel ist also erreicht. 3 Autos in meiner Garage habe ich noch nicht. Das habe ich übersehen gehabt, haben wir noch korrigiert. Und damit sollte es das der Zwischenstand sein. Es wird so lange gespielt, bis die Summe aus Wochenwertungen und Meetings 5 ist. Im Moment sind wir bei 3. Wir würden also mindestens noch eine Woche und 2 Meetings, noch ein Meeting und eine Woche spielen müssen, damit wir überhaupt zum Ende kommen können. Das würde also noch ein Video erfordern. Ich danke euch bis hierher auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es Spaß gemacht hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Spartakus.